13.04. ein Küchenkonzert fürs Logo. Küchenkonzert. Ja. Oh. Das sind so, weiß ich, gerade mal 60 Leute oder so. Aber was ist denn Küchenkonzert? Na, in der Küche. Oh, Alter. Das wurde jetzt live gerade aufgenommen. Alter. Wo spielt ihr nochmal? Liebes Logo Radio, was ist ein Küchenkonzert? 4 Uhr machen wir Seil springen. Au. Ja, er ist auch über 30. Da darf man sowas nicht mehr machen. Oh, ja, das muss ich filmen. Wie euch oh Gott. Oh yeah. Ja, eine Bowlingkugel. Einfach zwischengrätschen. Oh nein, nein, das ist der Beamer. Bumm. Ich wollte gerade sagen, so hoch der Beamer. Stell dich vor. Oh Mann. Stell dich mal vor. Ich bin der lässige Mensch mit der Kamera. Ja, ich hasse dich. Ja, Kameras sind echt kacke, ne, Ole? Kameras sind kacke, ne? Ja. Johann. Ruhe nach hinten, wir wollen uns unterhalten. Sag mal, hast du Höhenangst? Jetzt gerade nö. Das ist ziemlich dumm, wenn du Höhenangst hast. Von hier oben den Schatz zu spielen. Aber reicht dir nicht das da hinten? Das war fast. Viel zu niedrig. Was? Pass auf, ich liebe Kamera, pass auf. Ihr kennt doch eine Eule, ganz normale Eule, ne? Ist ja, man sagt ja zu. Ich hab hier gerade eine Eule. Hey. Hier. Warte, ganz kurz. Das kannst du ja rausschneiden jetzt, wie ich das suche. Das ist nicht scheiße, schon wieder. Ich film mal Lucky Spaten ein bisschen. Mm-mm. Da. Nee, Lucky jetzt Spaten. Hier. Also. Hast du schon mal so hoch gesessen ohne Scheiß? Nee, ne? Ja, Höhe wäre super. Echt? Wo denn? Da. Da hast du nicht höher gesessen. Da war die Bühne schon 1,40 Meter zu hoch. Allein. Aber im Verhältnis gesehen von der Höhe ist ja, so, ich meine, im Verhältnis gesehen ist ja alles dasselbe, ne? Nee. Also, es gibt ja eine Eule. Das ist der Uhu, ne? Und wenn eine Eule winkt, dann ist es der Huhu. Ne? Huhu. Das ist geil, ne? Ja, das ist geil, ne? Jetzt zeige ich euch mal den Mann hinter der Kamera. Das haben sie schön gemacht, ne? So. Der Uhu und der Huhu. Ne, Luki Bazzi? Der Huhu. Mama Huhu. Meinst du, du kommst da runter? Ja, springe immer. Hast du getrunken? Ja, viel. Super, dann wünsche ich dir viel Glück. Aber nur so ein bisschen. Kannst du Bescheid sagen, wenn du runterkommst, dass ich denn. Willst du das filmen? Ja. Ich mach den Feuerwehrmann. Ja, wann denn? Er gibt mir noch eine Minute Zeit. Okay, ich gehe jetzt mal rum und film mal die anderen Idioten. Ich warte so lange. Okay. 3 Tage arbeiten die Woche. Ich muss auch mal an mich denken. Drei Tage. Hallo? Drei. Hallo? Drei. Ich muss auch mal an mich denken. Was hast du denn da so gemacht, so die 3 Tage? So, erzähl mal. Boah, hör auf, Alter. Stresspool. Ja, stress. Ich bin ständig im Stresspool. Und was habt ihr so gemacht? So? Saufen. Julia? Christine? Saufen. Aha. Saufen. Saufen. Oh nein, da kommt er schon wieder mit seiner scheiß Kamera. Hallo Pio! Nee, das ist ja auch meistens. Schönen guten Tag, hallo. Ihr könnt euch mal beide vorstellen. Nee, du nicht, aber du. Ich soll mich vorstellen? Ja. Ich bin der Paul. Ja, ich dachte, du bist. Ich bin der Ortsfremde hier. Ich trinke viel Bier. Ich weiß nicht warum, es schmeckt halt gut, ja. Viel, nicht viel. Viel! Das ist komisch, wie du Kasten ausschaut. Ich bin gerne hier. Ich bin sehr gerne hier. Alles nur Idioten hier um mich rum, ja. Aber ich fühle mich wohl. Mal gucken, ja, was du Sonntag. Wie lange bist du hier? Bis Sonntag? Zu Hause. Ja, klar. Mal gucken, was du Sonntag über uns sagst. Angst! Ja? Dann kannst du auch noch was sagen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Scroll weiter hier. Was ist das ganze Film nur von dir? Pass auf, ich hatte mal einen Schulkamerad. Kamerad! Der sagt Schulkamerad! Ich bin müde. Ja. Bist du runter? Müde. Es ist erst Freitag. Prost. Ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, aber Luki will jetzt gerade runter, da muss ich hin. Ach so, ja. Okay. Ja. Warte. Okay. So mit Drehen auch? Nein, bitte, da du heil runterkommst. Ich möchte, ja, dass du. Mit Drehen? Ja, kannst du machen. Aber halt dich fest. Tim, ich spiel vielleicht Schlagzeug morgen bei euch. Ja, vielleicht klappt das jetzt nicht.
Ich hatte mal einen Schulkollegen, der hat sich nach dem Unterricht hat immer geschnaubt. So, ne? Und er saß da und hat immer sein Schnauzer auf und zugeklappt. Und das hat kein anderer mitgekriegt. So, bis dann irgendwie. Irgendwann hat das die ganze Band, sag ich schon, die ganze Klasse mitgekriegt. Und er wird. Und er hat immer geguckt, was, oh geil. Hat er wieder nächste gedacht, kommt immer noch so raus. Und die Lehrerin, die hat ihn immer rausgeschmissen, ey. Wegen Verachtung der Menschenrechte, alles. Er macht doch gerade was Dummes. Oh nein, mach das vernünftig. Ich kann sowas nicht sehen. Ich bin schlecht. Ich lauf weg. Ich glaube, ich lege mich daneben, wenn ihr irgendwas. Kein offenen Bruch, bitte. Bitte mach den geschlossenen Bruch. Das war wie bei Cobra 11, weißt du das? Wie? Das war Cobra 12. Okay, Cobra 13 wieder. Aber die Cobra, ne? Die hat. Du hast vorhin auch was richtig Dummes gemacht. Kannst du noch was Dummes machen? Hast du vorhin gesehen, was er Dummes gemacht hat? Ich geb doch mal mit. Ich hab gesagt, er soll was Dummes machen, dann hat sich einer voll geledet. Ach, Alter. Ich zeig dir das. Gemacht. Pass auf, ich zeig dir das. Das ist ja auch ein Dach, Flick, so eine Hortkette. Und der geht heute noch ein Hort. Der ist in meinem Alter und geht heute nach Arbeit, kommt der ein Hort. Bis die Eltern ihn abholen. Ich